Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi. Warum fange ich die Parts immer mit Mario und Luigi an? Das darf nicht wahr sein. Wir machen weiter in der Schicht der Fuzzy-Fabrik. Und mal gucken, was ich da für eine Schicht absolvieren muss. Vor allem, wer? Mal wieder Peach, Alter! Was ist los mit dir? Ey, diese Frau, die treibt mich noch in den Wahnsinn. Immer Peach, Alter, jeden Tag. Mit wem spielen wir heute? Oh, spielen wir mal wieder mit Peach. Nö, die hatten wir ja so lange nicht mehr. Bringen wir mal wieder hier ein bisschen Abwechslung rein. Lassen wir die Leute doch erstmal wieder zugucken, wie Hübi mit Peach spielen darf. Seiner besten Freundin, das ist doch cool. Das will jeder sehen. Danke, Spiel. Danke, dass du so ein netter Kollege bist. Ohne Witz. Ey. Und die Fuzzy-Fabrik hier eskaliert einfach mal voll. Ich sehe da drüben den grünen Stern. Und da kommt hinten eine Stampfattacke hin, oder? Tatsächlich. War auch der erste. Also alles fresh bisher. Alles cool. Da drüben ist ein Secret Block. Scheiß auf den Secret Block. Scheiße. Es eskaliert einfach mal komplett. Zum Glück habe ich halt wieder Peach, weil ich die halt echt gerne mag. Und mit der so gerne spiele. Da steigt meine Laune gleich noch viel mehr. Da oben ist ein grüner Stern. Auch den habe ich. Oh Gott, da steht man einfach mal voll unter Druck, wenn diese schwarze Masse hinter einem her kriecht, sieft, nennt es wie ihr es wollt. Fliegender Knochen trocken, lass mich mal in Ruhe. Alles klar, danke. Da ist nur Geld. Und... habe ich das riechen können, oder? Habe ich das riechen können, dass da jetzt irgendwelche Maschinenteile kommen, die mich zerstören, oder? Konnte ich das schon gut absehen? Mhm. Danke, Spiel. Danke, dass du immer so weit mitscrollst, dass ich immer genau sehe, was kommt. Und den habe ich auch richtig gut sehen können. Nee, Spiel, danke. Ich liebe Scrolling. Danke, dass du immer so nett und sozial zu mir bist. So macht es halt richtig Spaß. Dann noch mit meinem Lieblingscharakter. Du machst dich gerade richtig beliebt bei mir, Spiel. So mit deiner Art, wie du dich so um mich kümmerst. Da machst du dich richtig beliebt bei mir. Danke, Mann. Zum Glück habe ich dich, Mario 3D World. Zum Glück habe ich dich. Holy shit, Alter. Dieses Game, ey. Allein schon die Tatsache, dass es ein Scrolling-Level ist, ist eine Schande. Aber, dass es dann auch noch eines dieser Art ist, wo ich dann auch noch so abkacke. Ey. Das darf nicht wahr sein. Und ich hasse Peach. Einfach allein, wenn ich diesen rosa Katzenanzug sehe, kriege ich schon wieder das Kotzen, Mann. Gib mir den grünen Stern. Ja, und dann weiter. Jetzt weiß ich immerhin, was mich erwartet. Zumindest einigermaßen. Ich hoffe, dass ich weiß, was mich erwartet. Jetzt halt. Hier muss ich jetzt springen, um da reinzukommen. Ja, genau. Und jetzt muss ich aufpassen. Und da hoch, ja. Mit meiner Katze kann ich mir hier ein bisschen selber helfen. Ist hier noch was? Hier sind noch ein paar Münzen. Ja, aber die Fuzzy-Viecher kommen nicht mehr. Okay, die haben den Abflug gemacht. Oh, und hier ist wieder schöne Musik. Jetzt versuchen sie wieder eine entspannte Stimmung aufzubauen. Aber die ist jetzt schon verkackt, Freunde. Da habt ihr jetzt schon verkackt bei mir. Aber wir haben es geschafft. Leider mit einem Fail. Aber ist okay. Solange wir alles mitnehmen und dieses Level nicht nochmal betreten müssen. Passt es. So möchte ich das gerne haben. Wir bekommen, ja, liegt irgendwie auf der Hand, einen Fuzzy als Stempel. Und jetzt kommen wir ins Castle. Nein, oder? Wir kommen noch nicht ins Castle, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen da unten nochmal eine Röhre. Okay, ich hätte... ich schaue einfach mal rein, was es hier gibt. Vielleicht ein Captain Toad Level, kann das sein? Wir schauen einfach mal nach. Nein, ein Rätselhaus. Sieh mal da an. Oh, darauf habe ich Lust. Darauf habe ich echt Bock. Ballabend im Rätselhaus. Was heißt denn Ballabend? Mario, darf sich das Ganze für uns angucken? Ah, das heißt Ballabend. Wahrscheinlich alle Rätsel hier mit einem Ball lösen. Ja, nice. Okay, das finde ich eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich eine...
extrem coole Idee. Aber hier kapiere ich das System schon. Oh yeah. Das macht Spaß. Das finde ich nice. Oh, das macht richtig Laune, Freunde. Das ist richtig cool. Geile Idee. Solche Rätselhäuser würde ich mir sogar noch mehr wünschen. Ja, und alle fallen runter. Und rasieren hier voll durch. Und ich bekomme die nächste. Wow, das ist cool. Was ist die letzte Challenge? Zack, das dahin. Das dahin. Und der dahin. Sehr gut. Ich glaube, ich hätte sogar mit der Katze schlagen können, aber ich wollte es natürlich mit dem Ball machen. Nice. Hat richtig Spaß gemacht. Und merkt ihr, Mario wurde schon wieder in so einem kurzen Level gewählt, dass auch dann in den großen Leveln dann auch wieder Peach an der Reihe ist. Das finde ich halt gut, dass ihr darauf achten, dass Mario immer die kleinen Level bekommt, also dass die coolen Charaktere immer nur ganz kurz dran kommen, während dann eben die unbeliebten Dreckscharaktere halt immer den großen Auftritt bekommen. Danke, Spiel. Und ist hier drin echt nichts oder was? Also ich hätte echt schwören können, dass hier was drin ist, aber... Ah, ich kam von der anderen Seite rein, ein One-Up. Okay, und jetzt gehen wir in Welt 6 Bowsers Bob-Omb-Brigade. Okay, die hellblaue Fee braucht meine Hilfe und sie wird... Von Peach gerettet, Alter! Nee, Mann! Was ist denn los mit dir? Warum kommst du immer? Ich hasse dich! Verpiss dich aus meinem Let's Play! Du verkackst doch eh alles! Oh, ich hasse dich, Peach. Ey, du gehst mir mittlerweile so auf den Sack. Da bringt doch dein sexy Aussehen im Tanuki-Ding nix. Wenn du mir auf den Sack gehst, dann gehst du mir auf den Sack und dann kannst du mich hier nicht bestechen mit irgendwelchen sexy Outfits, wo du denkst, dass ich drauf abfahren würde. Sorry, ich stehe auf echte Frauen. Und Rosalina. Ah, da kann ich mir eine Brücke bauen. Okay, mit dem Tanuki komme ich hier auch einigermaßen klar. Jetzt wurde ja die auch noch getroffen. Mhm, ja, ist logisch. Bam! Oh, cool. Und das war ein nices Detail. Und da oben ist eine Red Coin Challenge, die ich ganz gut gebrauchen könnte. Ich werfe das einfach mal dahin. Ah, nein, die ist da drüben. Die ist gar nicht weit. Es sah so aus, als ob das weit oben wäre. War es aber nicht. Und ich bekomme wieder einen Tanuki. Yeah. Schnell. Ja. Sehr gut. Okay. Das war auch ganz gut. Ah, du bist down. Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Weg hier der richtige und welcher der falsche ist. Ich springe hier einfach mal rüber. Ah, da wäre ich auch nur darüber gekommen. Ja, okay. Ist also... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte was vergessen, aber irgendwie wird das schon so seine Richtigkeit haben, was ich hier mache. Okay, die sind beide down. Wow, ich habe den echt noch bekommen, aber ich habe den voll verkackt. Ich habe den voll verkackt und wo auch immer ich jetzt bin, ich bin down. Ey, komm, lass mich doch bitte mit jemand anderem als dieser komischen pinken Frau spielen. Da habe ich gar keine Motivation, gut zu sein, ey. Ohne Ja, komm, mach die Stampfattacke genau in die Mitte. Das schaffst auch nur du blöde, blonde Kuh, Alter. Oh nein, ich habe nichts gegen blonde Frauen, nur gegen sie. Oh, da bin ich sauer. Da werde ich echt sauer, wenn ich dauernd diese Frau spielen muss. Und vielleicht sollte ich mal aufhören, mich darüber aufzuregen und vielleicht mal gucken, dass ich eine gute Leistung abliefere. Das... Vielleicht, wenn ich da mal die gute Leistung abgeliefert habe, kann ich weitermachen in mich aufregen. Ja, lass dich treffen, Alter. Du hast es verdient, ey. Ein Hammer richtig in die Fresse, ohne Witz. So, bam. Und jetzt lass mich da hoch. Danke. Ganz, ganz schlimmer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, jeder, der das Spiel nicht hat, es ist so nervig, einen langsamen Charakter zu spielen, ey. Jetzt wird die schon wieder getroffen, Alter. Was kannst du denn? Was zur Hölle kannst du? Jetzt gib mir ein Item. Yeah. Bam. Stacheln, verzieht euch. Danke. Ich sollte jetzt vielleicht einfach mal
ein bisschen mit Köpfchen spielen und einfach mal darüber hinwegsehen, dass ich sie spiele. Machen wir das, okay? Einigen wir uns darauf. Danach können wir sie wieder verfluchen. Aber jetzt versuchen wir einfach, oder ich versuche jetzt endlich mal eine gute Leistung abzuliefern. Das wäre mal einfach ein Ansatz. Und das war doch bisher... Oh, das war ein schlechter Ansatz. Ich wollte gerade sagen, es war doch kein schlechter Ansatz. Es war ein enorm schlechter Ansatz. Und hier geht es zum Grünstern Nummer 3. Ich habe echt einen verpasst. Nur wegen der Frau. Jetzt wurde die auch noch getroffen. Ich hasse sie. Und hier brauche ich auch noch eine Bombe. Ich habe auf voller Bandbreite versagt. Wow. Wow. Ich habe... Jetzt sterbe ich hier wahrscheinlich auch noch. Pass auf. Bum Bum zerlegt mich jetzt hier auch noch. Dann ist Peach aber sowas von... Ey, dann hat... Wie langsam sie ist. Sie ist langsamer als Bum Bum fast. Im Vollsprint. Ich traue mich jetzt nicht, irgendwas bei ihm zu machen. Oh, ja, geht down. Oh, jetzt. Oh, was soll das jetzt, Alter? Nee, Mann. Du spielst kein Level mehr in naher Zukunft. Luigi, übernehm das mal bitte. Bitte sei einfach kompetenter als Peach, okay? Sei einfach kompetenter als sie. Dann ist alles cool. Da, du gehst nicht mehr mit einem Item hier rein. Du gehst nicht mehr mit einem Item hier rein und gibst dein Bestes. Das gelobe ich mir mal. Da, du zerlegst sogar... Das kann ich dir sogar verzeihen, ja? Ich verzeihe dir Dinge, Alter. Sei dankbar. Danke, dass du so dankbar bist. Warum nehme ich den Part heute überhaupt auf? Genau, jetzt werfe ich die Bombe einfach mal runter. Mhm, ja. Nee, ist verständlich. Macht richtig viel Spaß, Mann. Das hat er ganz gut gemacht. Ich habe leider keine Ahnung, wo der zweite Grünstern ist. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur so aufgeregt, dass ich gar keine Zeit hatte, drüber nachzudenken, wo der ist. Wahrscheinlich ist der ganz easy. Bloß Peach hat mich halt abgelenkt. Nennen wir es mal so. Seien wir mal ganz human zu ihr. So. Jetzt kriegt Luigi ans erste Mal ein gutes Item. Und dann eskaliert es mit ihm, Freunde. Das sage ich euch. Dann eskaliert es mit ihm. Ich weiß ja jetzt, glaube ich, ungefähr, wo ich mir Bob-Oms mitnehmen muss und wo nicht. Da versuche ich jetzt auch mal dran zu denken. Warum habe ich jetzt schon wieder den Tanuki verloren, Alter? Das darf doch nicht wahr sein. Warum stelle ich mich so blöd an? Was ist mit diesem Level los, dass ich mich so scheiße anstelle? Hier brauche ich. Hier meine ich's. Nein, ich habe ihn schon wieder verpasst, weil da schon der dritte ist. Ich habe schon wieder den zweiten Grünstern verpasst. Weil das schon wieder der dritte ist. Und den Stempel habe ich auch verpasst. Nein, nein, stopp. Für den Stempel brauche ich hier noch einen Bob-Omb. Genau, lass dich nochmal treffen. Richtig chillig, Mann. Bombe zu hoch geworfen. Was? Meine Laune, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo meine Laune gerade ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Im Keller wäre noch viel zu hoch. Irgendwo so im Erdkern oder so. Ne? Irgendwo da, Alter. Du machst jetzt einen Abflug, ey. Nee. Ich kenne jetzt kein faires Kämpfen mehr. Dir eine Chance lassen, Alter. Das hat jetzt ein Ende, Mann. So, ciao, hau ab. Ich muss das ganze Level jetzt eh nochmal spielen. Den Stempel und den Grünstern suchen, ja? Ah, Leute. Warum stelle ich mich so blöd an? Die hellblaue Fee sieht ja ganz süß aus. Muss man jetzt mal sagen. Aber rechtfertigt das minimale Süß...
Boah, wenn ich jetzt noch die Flagge verkackt hätte, ja, dann wäre ich voll eskaliert. Oh. Das tut richtig weh. Das sind einfach Parts, die richtig, richtig weh tun. Aber über die muss man halt einfach wohl oder übel hinwegsehen. Ich meine, wir gehen ja noch in Welt 7. Der Boss ist doch viel zu einfach. Der Stempel ist blöd. Ja, Boss war ein... Naja, ich bin sogar beim Boss gescheitert, Alter. Ich brauche gar nicht reden. Aber mit dieser Frau ist das auch nicht möglich. Sie baut mir eine wunderbare Röhre. Und es geht nochmal nach oben? Holy shit, ich dachte, wir wären jetzt schon weit oben. Anscheinend nicht. Na dann, gehe ich nochmal kurz hier ins Pilzhaus. Und werde das Level dann nochmal erkunden müssen. Wohl oder übel. Ich habe ein paar... Also ich habe einen leisen Verdacht, wo die Sachen sein könnten, die ich suche. Aber wirklich sicher bin ich mir nicht. Wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren. Da ist zumindest mal der zweite Grünstern. Und da ist der Stempel. Danke. Wow. War das so schwer? Ich glaube nicht. Lang genug hat es gedauert. Aber jetzt können wir endlich weiter. Und zwar in Welt Nummer 7. Und das geht nochmal nach oben. Und wir werden wieder mit einem Zirkuszelt konfrontiert. Höchst interessant. Sehr, sehr interessant. Mal schauen, wer hier auf uns wartet. Boss Blobarius. Großer Auftritt in 6C. Weh. Boah, ich dachte schon wieder diese Frau. Aber ist okay. Ich komme damit klar. Ich bekomme eine... Doppelkirsche? Okay. Dann gehen wir halt mit zwei Marios zum Boss. Hallo? Hey, my friend! Was geht? Er hüpft ein bisschen rum. Und dann zerspringt er in ganz, ganz viele Einzelteile. Er hinterlässt sogar eine Doppelkirsche. Und wir können ihn sogar mit einem Tanuki-Streich verletzen. Das ist gut zu wissen. Er setzt sich wieder zusammen. Ist er irgendwie größer oder kleiner geworden? Also gefühlt würde ich sagen, dass er größer geworden ist. Aber ich kann es euch nicht mit Sicherheit sagen. Wir sind zu dritt. Haben ihn wieder verletzt. Und... Okay, ich glaube, er wird wirklich größer. Also jetzt kommt er mir auf jeden Fall größer vor. Und er hüpft auch deutlich öfter. Aber er zerspringt wieder. Und wir haben ihn gegeben. Wir sind sogar zu viert. Was willst du gegen die Power von 4 Marios tun? Sogar 4 Tanuki Marios, um genau zu sein. Boah, geiler Scheiß. Damit kann ich leben. Okay, wir kriegen nochmal so eine Boss-Flagge. Und 4 Marios im Tanuki-Anzug. Also ich finde ja, das hat ziemlich Stil. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass keiner von denen die Flagge irgendwie als erstes berührt. Nein, wir landen alle gemeinsam zu viert auf der Spitze der Fahnenstange und haben noch einen schönen Abschluss für diesen höchst durchwachsenen Part. Ja. Da freut sich der kleine Mario. Mit 5 Rosalinas beendet. Toll. Jetzt wurde der geheime Charakter gespoilert von diesem blöden Miiverse-Beitrag. Ja, Rosalina kommt noch dazu. Wenigstens eine Frau in dem Spiel, die was kann. Und wir kommen nun in Welt Nummer 7. Und Welt Nummer 7 ist... Die letzte Welt? Fragezeichen?
Da vorne ist einfach. Es ist nicht mal Welt 7, es ist Welt Castle. Also, Freunde. Langsam kommt Finalstimmung auf hier in Mario 3D World. Beim nächsten Mal geht's dann in Castle 1. Das Fort der Feuerbrüder, meine besten Freunde. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.